Also erstmal wäre die Frage natürlich, Papa, du gehst jetzt ab nächstem Jahr in die Rente? Ich bin, wenn ich in Rente gehe, 66. 3000 Euro Pension ja. Im Monat. Hi, minasan, konnichiwa. Lena des. Hi, minasan, konnichiwa. Sandra des. Das ist rausgeschnitten. Nee, das lassen wir drin. ママが日本語がすごい上手になってきました。今日は両親と一緒に、老後について話したいと思います。なぜかというと、パパは2024年の2月から仕事を辞めるという感じで。で、それについていろいろ話したいと思います。ドイツの老後はどんな感じか、ドイツ人はいつからそうなるかとか、いくらぐらいもらえるかとか、そういったことに興味がある人はこの動画最後まで見てみてください。やりましょう。 Also heute reden wir über die Rente in Deutschland. Allgemein? Ja, allgemein und natürlich auch ganz spezifisch auf euch bezogen. Ich muss zugeben, ich kenne mich wirklich schlecht aus, wie das ganze System funktioniert. Also erstmal wäre die Frage natürlich, Papa, du gehst jetzt ab nächstem Jahr in die Rente. Ja. Wie alt bist du denn? Ich bin, wenn ich in Rente gehe, 66. 66, ist das das normale Rentenalter für die Deutschen? Jein. Okay. Also für meinen Jahrgang war das mit 63. 63? Ja, ich glaube 2008 oder 2005 oder 2003 hat man das umgestellt. Dass man mit 63 in Rente gegangen. Na, und danach hat man eine Rentenanpassung gemacht, weil die Rentenkassen immer leerer wurden und man das nicht finanzieren konnte, weil das ist ja bei uns umlagenfinanziert. Das heißt also, irgendjemand zahlt ein, in dem Fall bist es du oder die Kinder oder wer auch immer, und in die Rentenkasse und aus diesen Geldern wird meine Rente bezahlt und die von allen anderen. Genau. Und das wurde dann irgendwie gestaffelt. Das wurde dann etwas abgeändert, damit die Belastung für die jüngere Generation sozusagen etwas geringer wird. Die Rente zwar an sich ist nicht weniger geworden, in Anführungszeichen, dafür musst du aber länger arbeiten. Okay, also du gehst mit 66 in Rente. Leute, die früher, also zwischen 2003 oder 2005 und jetzt in Rente gegangen sind, die sind irgendwann zwischen dem Alter von 63 und 66 in Rente gegangen. Ja. Und die Leute, die jetzt irgendwie in 5 oder 10 Jahren in Rente gehen, gehen dann mit 67 oder 68 in Rente? Nein, ich glaube, das ist bei 67 gedeckelt aktuell noch. Aber das weiß ja nie, wie die Gesetzesgebung in den nächsten 10 Jahren weiter voranschreitet und wo man da Probleme sieht. Könnte es auch sein, dass es später ist. Ich habe auch schon böse Artikel gelesen, wo drin stand, Rente nur noch ab Tod. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass als die Rente eingeführt wurde, da war die Durchschnittslebenserwartung 61 Jahre. Ja, das kann sein. Und die Leute haben ab 60 Rente gekriegt. Das heißt, es wurde nur davon ausgegeben, dass für ein Jahr Rente gezahlt wird. Ja, also gut, dann ist es schon klar, dass es irgendwann nicht mehr hinhaut, das System, wenn die Leute über 80 werden im Durchschnitt. Ja, und vor allem, weil wir keine jungen Nachkommen haben, genügend, so wie in Japan auch, die Rentenkassen nicht mehr füllen können. Das ist das Problem. Also in Japan ist die Rente jetzt auch bei 65, wobei die wirklich auch vor kurzem noch bei 60 war. In den 60? Ja. Aber es gibt natürlich hier auch eine große Vergleichszahl und Streitzahl, das sind nämlich die Beamten. Also ein durchschnittlicher Rentner in Deutschland. Ich weiß die Zahl jetzt nicht auswendig, aber es ist nicht allzu hoch, sage ich mal. Das liegt irgendwo zwischen 1300 und 1500 Euro brutto im Monat. Also durchschnittlich. Kriegt 3000 Euro. Pension im Monat. Ja, auch brutto. Also in dem Fall ist es sogar so, die Beamten zahlen ja auch nicht in irgendwas ein. Das zahlt nämlich der Staat. Einfach so. Es ist gut, Beamter zu sein. Ja. Ich weiß nicht, wie es in Japan läuft, ob das da wirklich alles über den gleichen Kamm geschoren wird oder nicht. Ob wirklich alle Leute, die arbeiten, genau die gleichen Rentenauszahlungen zu erwarten haben oder nicht. In Deutschland ist es ja irgendwie so, dass es daran angelegt ist, wie viel man eingezahlt hat und wie lange man eingezahlt hat, oder? Genau. Erstens wird jedes Jahr das Durchschnitts
Durchschnitt-Einzahlmenge errechnet. Das heißt also, von allen Einzahlern wird der Durchschnitt genommen, wie viele Rentner bekommen über 3000 Euro Rente. Kannst du ja mal raten. Also wir haben, glaube ich, 16 oder 18 Millionen Rentner oder sowas. Wie viel von denen in Prozent oder meinetwegen auch in Festwert, also 1, 2, 3, 100, 1000, 200, 500.000, keine Ahnung, bekommen über 3000 Euro Rente? So die Top 10%? Nein, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich mich da verlesen habe oder was es war, aber es sind echt wenige. Sind ganz, ganz wenige. Also es ist ein Bruchteil, also nicht mal 10%. Ich glaube, es ist nicht mal 1%. Wie ist das denn? Der durchschnittliche Rentner, oder jetzt an eurem Beispiel meinetwegen auch, kann denn der durchschnittliche Rentner von seiner Rente hier in Deutschland leben, würdest du sagen? Puh, das ist schwer zu sagen. Der durchschnittliche Rentner vielleicht schon. Okay, also, aber gerade so. Also das ist ja der, sag ich mal, die 1500 Euro kriegt. Okay. Das heißt, bis zu 11.400 Euro zahlst du also gar keine Steuern. Das wären also 1.000 Euro Rente im Monat ungefähr. Und dann geht es so langsam nach oben. Sorry, aber ganz egal, wie ich das sehe, mit 1.000 Euro im Monat kommt man meiner Meinung nach nicht um die Runden. Nein, in einer teuren Stadt. Das war ja nur das Beispiel, wo fängt es an, dass man Steuer bezahlt. Okay. Also, das heißt also ein Rentner mit 1.500 Euro Rente, keine Ahnung, was der an Steuern bezahlt, 200 Euro vielleicht, weiß ich nicht. Okay. So, bei eurem Fall ist es jetzt so, dass du gehst in Rente und du kriegst Rentenzahlungen, die Mama ist eh noch zu jung für die Rente, aber die Mama hat ja auch nicht Vollzeit die ganze Zeit gearbeitet. Das heißt, auch wenn sie später dann in, was auch immer, 7 Jahren oder so in Rente geht, heißt es noch lange nicht, dass du davon Geld leben kannst. Doch, kriegt jede Menge Rente, kriegt ungefähr 500 Euro. Ja. Also von 500 Euro kann keiner leben. Nein, das ist einfach nur eine geringe Leistung, weil ich ja auch nicht gearbeitet habe. Also ist das wirklich so bei Ehepaaren, wo jetzt nur einer der Partner voll gearbeitet hat, da kriegt man auch trotzdem nur die Rente für eine Person und da kann man schauen, wo man bleibt. Ja, das musst du schon einplanen. Deshalb müssen ja heute auch beide Elternteile Vollzeit arbeiten, weil einfach die Lebenskosten hier sehr hoch sind. Miete, Auto, Benzinpreise, egal was, Einkäufe. Das mit den Rentenbezügen in der Rente, das klappt, weil du ja bestimmte Ausgaben eben auch nicht mehr hast. Was denn zum Beispiel? Ja, du musst zum Beispiel nicht mehr in die Arbeit fahren. Du kannst zum Beispiel das zweite Auto abmelden, wenn du eins hast, was wir ja auch schon getan haben. Ja. Das sind alles Ausgaben, die du echt sparen kannst. Du hast es geschafft, durch wen auch immer ein Haus zu bauen, dass du keine Miete zahlen musst. Also wenn du kein Eigentum hast und zur Miete wohnen musst, dann ist es natürlich so, die Mieten steigen im Normalfall schneller als deine Rente. Mhm. Klar, wenn deine Rente nicht reicht, kannst du zum Sozialamt gehen und sagen, ich kann damit nicht auskommen, und dann kriegst du vom Staat nochmal einen Zuschuss. Das war jetzt meine nächste Frage gewesen, ob denn viele Rentner hier in Deutschland noch arbeiten, wenn sie auch inzwischen. Inzwischen, ja. Also, ich denke, viele oder einige, weil ich kenne die Zahlen jetzt nicht, habe jetzt in letzter Zeit auch keinen Artikel darüber gelesen, dass die dann vielleicht eben noch diesen 520-Euro-Jobs nachgehen, die steuerfrei sind. Mhm. Ja. Das heißt also, diese 520 Euro, die kriegen die dann halt auf die Hand. Wie viel muss man ungefähr arbeiten? Wie viele Stunden um 520 Euro? Boah, das kommt drauf an, was du also machst. Also, hier mal an. Du hast ja auch beschlossen, dass du nach der jetzt in der Rente dich trotzdem noch selbstständig machst und noch ein bisschen weiter arbeitest. Ich habe das nicht beschlossen, das haben sozusagen meine Kunden an mich herangetragen. Jein, du hättest ja auch sagen können, nö, möchte ich nicht, ich bin jetzt in Rente, ich will jetzt nicht mehr arbeiten. Ja, hätte ich machen können. Aber du hast gesagt, du bist noch jung und frisch und fit im Kopf und ja, möchtest noch weiterarbeiten. Ja. Ein Jahr zumindest noch, also, bis die Projekte abgeschlossen sind. Okay. Also würdest du dann wirklich nach einem Jahr sagen, du willst nicht mehr arbeiten? Ich hoffe, es ist nicht so drastisch, dass ich dann sage,
ich will jetzt gar nichts mehr mit euch zu tun haben. Ich hoffe, dass die alle ihre Sachen, sage ich mal so, auf die Reihe kriegen. Dass ich auch ruhigen Gewissens sagen kann, okay, ich könnte das jetzt alles alleine machen, ihr okay. braucht mich nicht mehr. Mhm. Also das wünsche ich mir. Klar, wenn ich sage, ah, es wäre schon noch schön, wenn sie noch einen Monat oder zwei oder drei dranhängen könnten, dann muss ich mir überlegen, wie waren denn die letzten 11 Monate? Mhm. Sind wir gut miteinander ausgekommen und. Und wenn das der Fall war und soweit auch in den Kram gepasst hat, dann sage ich, ja okay, dann hängen wir halt noch 3 Monate dran. Okay. Aber ein weiteres Jahr, glaube ich, will ich es nicht machen. Okay, also dein Plan ist wirklich dann, wenn du dann jetzt wirklich in Rente gehst und dann auch nicht mehr für die jetzigen Kunden, wo du jetzt Verträge für ein Jahr hast, wenn du dann da nicht mehr arbeiten musst, dann willst du auch nicht mehr arbeiten. Nein, also ich werde auch nichts anderes tun. Also gut, was willst du denn machen, wenn du jetzt wirklich nicht mehr arbeitest und die Mama jetzt auch nicht mehr arbeitet? Was sind die Pläne für die Rente? Freizeit genießen? Ja. Rumreisen? Freizeit. Das ist auf dem Sofa liegen und nichts tun? Nein, Sofa liegen, nichts tun eigentlich. Eher Keller nicht. Aufräumen? Nein, hoffentlich weit weg sein von diesem Haus. Okay. Irgendwo, wo es noch wärmer ist. Hier ist es nicht warm. Echt nicht. Na, außer im Sommer, da ist es schon warm. Da kann man sich dann schön draußen hinsetzen. Oder sich in den Keller begeben, Keller freuen, weil da ist es schön kühl. Okay, also aber das Ziel ist wirklich, dass ihr dann, solange ihr noch gesund und munter seid, noch ein bisschen was von der Welt. Ja, wir wollen Fahrrad fahren, viel also auch, wandern. Auch in Deutschland. Mhm. Ja, und man kann viel angucken. Okay. Es ist einfach schön, wenn man sich die Welt anschauen kann. Fahrrad fahren, wandern, Welt anschauen. Ja, Vollzeit. Wie ist das denn? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Leute doch auch Geld sparen, abgesehen von der Rente. Gibt es da irgendwie so einen Betrag, wo man sagt, so und so viel sollte man angespart haben? Ich glaube, das ist immer sehr individuell. Ja, weil viele können gar nicht viel sparen, weil sie so schon verbrauchen müssen, weil sie nicht viel mehr haben. Sag mal, die Krankenschwester oder der Polizist in dem niederen Rang, der wird nicht so viel Geld verdienen, als dass er dann auch sehr viel auf die hohe Kante legen kann. Ja. Klar, es gibt diverse Modelle, wo du, wenn du sparst, dann noch ein bisschen was dazu kriegst vom Staat. Okay. Ich sag, wer bloß 1200 Euro mit nach Hause bringt und davon die Hälfte schon allein für die Wohnung ausgeben muss, ja, dem bleiben auch keine 50 Euro mehr, um sie anzusparen. Genau. In Deutschland haben wir zurzeit wirklich relativ viel Inflation auch. Das heißt ja eigentlich auch wirklich, dass das Geld, was wir verdienen oder was ihr verdient oder auch das Geld, was ihr zur Rente kriegt, wird ja immer weniger und weniger wert oder man kann immer weniger davon kaufen. Ja, ja. Die Flüge werden auch teurer. Das ist aber nicht nur Inflation. Das ist auch Inflation, weil es Benzinkosten steigen. Ja. Wenn ich jetzt jung bin und anfange zu arbeiten und anfange in die Rentenkasse einzuzahlen und anfange Geld zu sparen, wenn ich da jetzt irgendwie so auch Zinsen drauf kriege, in der Hoffnung, dass da irgendwann mal mehr Geld da ist, als es jetzt ist, dass ich dann irgendwann, wenn ich Rentner bin, benutzen kann und aber die Inflation ja in Deutschland doch im Vergleich zu Japan wirklich sehr, sehr hoch ist. Bleibt da überhaupt noch was übrig, oder? Ja, ja, je nachdem, also wie viel du verdienst. Ja, es ist ja immer alles es ist ja immer alles relativ. Also als Rentner bekommst du natürlich auch nicht nur sozusagen deine Rente, sondern auch die Rente steigt ja auch mit der Zeit. Also wenn du jetzt Rentner bist, dann wird jedes Jahr festgelegt, was denn ein Rentenpunkt wert ist. Mhm. Wie das gemacht wird, weiß ich aber auch nicht. Also deine Rente steigt auch. Ja. Aber sehr geringfügig. Die steigt so. Auch wenn das jetzt, du kriegst im ersten Jahr 2000 Euro und es heißt aber nicht, dass du dann bis du stirbst jeden Monat 2000 Euro nur kriegst. Ja. Das steigt dann auch. Ja, ja, aber sehr, sehr geringfügig. Also je nachdem, wie die Sachlage sich zeigt und wie diese Rentenpunkte bewertet werden. Also die letzten paar Jahre waren die Zuwächse doch immer ziemlich ordentlich, obwohl wir eigentlich gar keine Inflation hatten. Ja. Ihr hattet gar keine Inflation? Die letzten 2 Jahre mal ausgenommen. Aber die Zeit davor hatten wir Inflation von, keine Ahnung, 0,5 bis 0,8. Okay. Das einzige Dumme,
im Rentenalter ist eigentlich, dass nicht bloß die Reparaturen am Auto mehr werden, sondern an einem selbst auch. Und am Haus, genau. Weil wir brauchen auch demnächst eine neue Heizung und das kostet sehr viel Geld. Ich meine, jetzt, ihr seid wirklich, wie der Papa gerade noch gesagt hat, die Reparaturen werden mehr am Körper, wenn ihr jetzt immer älter werdet und ihr dann irgendwann nicht mehr rumreisen könnt und vielleicht auch nicht mehr irgendwann alleine leben könnt. Habt ihr da Pläne oder denkt ihr da einfach nicht drüber nach? Da denke ich im Moment noch nicht drüber nach. Ja, du weißt ja nicht, was kommt. Genau. Also es kann ja früher oder später kommen. Das zu planen, glaube ich, ist müßig, weil es kommt dann doch anders, als man denkt. Ja. Ja. Zur Not kommen wir zu unserer Tochter. Ja, ihr habt hier euren ältesten, liebsten Sohn, habt ihr ganz in der Nähe. Ja, das ist wohl wahr. Ja, vielleicht ist es in Japan leben billiger. Aber, das vielleicht nicht, aber... Doch, ich glaube, also nach dem jetzigen Wechselkurs und mit der Anzahl an Euro, die ihr kriegt, unter Umständen halt schon. Vielleicht. Ja. Schauen wir mal. Ja, also wir haben schon mal überlegt, ob wir mal in ein wärmeres Land ziehen, aber... Bis jetzt haben wir gesagt, nein, wollen wir. Also nicht. Wenn, dann musst du schon, also wenn du das tun willst, um Geld zu sparen, dann musst du auch einen harten Schnitt machen. Dann musst du sagen, okay, ich will in Deutschland keine Steuern mehr bezahlen. Dann musst du das Haus verkaufen, weil auf eine Miete würdest du auch wieder Steuern bezahlen und so weiter und so fort. Und dann müsstest du all dein Geld packen und sagen, okay, wohin wandere ich denn aus? Wo ist es denn besser für mich als in Deutschland? Dagegen steht aber wiederum die Gesundheits- und Versorgungsfrage. Genau. Das heißt, wenn es mir natürlich dann im Alter eben auch nicht gut geht, in welchem Land bezahle ich denn weniger, werde aber gesundheitlich trotzdem gut versorgt. Genau. Ist es egal, wo man wohnt, um Rente zu beziehen? Ja. Okay. Also, das ist also meine Rente bekomme ich immer. Ganz egal. Okay. Wie vorhin schon gesagt, also ein Durchschnittsrentner, der zahlt dann vielleicht 200 Euro Steuern pro Monat. Bei mir ist es natürlich mehr, aber das, glaube ich, wird mich jetzt auch nicht umbringen. Während, wie gesagt, wenn ich nur so tue, also ich wandere zwar aus, ich gehe hier weg. Wirklich interessiert auch, wie sich das jetzt, was die alle gehört haben, sich unterscheidet im Vergleich zu Japan. Also schreibt es in die Kommentare da unten. Genau. Bitte schön. はい、ということで今日は老後についてとドイツ人から見た老後の生活とかお金の関係とかいろいろ聞きました。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバイ。はい。